Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Assassin's Creed. Oh Gott, könnt ihr mal alle die Klappe halten? Ich mache hier ein Intro. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Come on! Stop it! Naja, fangen wir eben die Folge an. Ezio, ich unterhielt bayerische Gesandte letzte Nacht. Oh, Bayern. Sie müssen mich betäubt haben. Doch wie? Wir tranken aus demselben Becher. Was dann geschah, weiß ich nicht mehr. Kommt, wir müssen sie finden. Naja, wenn du vergewaltigt wurdest, macht's bei dir doch auch nicht mehr viel aus, oder? Egal. Der Morgen danach. Die Kurtisane wird die Männer identifizieren, die sie betäubt haben und müssen bestraft werden. Die Mission in weniger als 400 Sekunden beenden. Naja, das schaffen wir wohl. Das ist relativ gut wieder organisiert, weil die läuft halt rum. Da macht man halt wirklich nur Kacke, wenn man Kacke macht. Eben. Ich weiß, der Satz war jetzt sehr, 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 sehr sinnvoll. Aber naja, so läuft das halt. Oh ja, komm, Kleiner, lauf weiter. Ich weiß, du musst kotzen und du hast so viel getrunken. Ist mega geil. Hast ordentlich Beine bereit gemacht und ich tue schon wieder voll upragen hier in dieser Episode. Oh, mein Armor, die ist so cool. Boah, ich sehe so geil aus. Und die Mission, gelehrte Studieren, war erfolgreich. Was war das überhaupt für eine Mission? Ich habe keine Ahnung. Jetzt tu mir endlich mal hier einen identifizieren. Ich habe doch keine Ahnung. Ja, lauf weiter. Komm. Komm schon. Los, du kannst es. Ich weiß. Ja, das ist halt zum Beispiel so eine Mission, die von vielen Leuten wirklich kritisiert wird. Weil man im Grunde die ganze Zeit halt einfach nur hier blöd rumrennt. Und als Let's Player muss man die ganze Zeit irgendwie dumm labern oder Leute hier so verprügeln, damit man ein bisschen Action hier hat. So, wer war es? Der da, glaube ich. Er. Wer? Er war dabei. Wer? Der da? Was zeigst du mit dem Finger auf mich? War es der Richtige? Ich kenne ihn, aber... Oh, come on! Naja, für 8 hat es nicht gelohnt. Ich glaube, die Wache wollte natürlich, dass ich dem zwischen den Beinen rumkrabbelte. Oh, ich wollte ihn eigentlich beschneiden dafür, dass er meine Kurtisane hier so schön vergewaltigt hat gestern Abend. Und nicht dafür bezahlt hat. Dafür muss der Pimmel ab. Ich weiß, heute bin ich arg in Rage. Aber egal, ich bin Ezio Auditore und ich kann das hier. Spider-Man. Oder auch nicht. Könnte ich sagen, mach ein bisschen schnell. Oh, ich habe noch gar nicht so viele Leute hier in Zeugs geworfen. Hm, wen könnte man denn anvisieren? Nee, das wollte ich gar nicht. Oh, ich will... Oh, was mache ich denn wieder hier heute? Moment, mal gucken, ob das geht, wirklich. Schade. Egal, ich kann ein bisschen Spaß haben, solange die hier rumrennt und den da hinten, ne, Kamera fail, den da, der an der Wand steht, da so richtig schön interviewt. Ihr habt mich betäubt. Ich kenne seinen Namen. Giesbert. Oder war es Georg? Folgt mir. Oh, Biatch! Come on! Du hast doch keine Ahnung mehr. Geh heim und schlaf deinen Kater aus, Kleiner. Ich habe jetzt schon einen zweiten die Kniescheibe durchgehauen. Das ist doch nicht schön. Ich tue doch nicht geilen Leuten weh. Ja, danke. Kotz mir noch auf die Füße. Geh endlich heim. Moment, kann ich die nicht auch werfen? Was? Come on. Ich will dich. Ich will dich. Ich will dich. Ach, egal. Ich weiß auf jeden Fall, dass die Mission nicht mehr lang dauert. Da hinten um die Ecke kommt dann endlich unser Ziel. Ich habe keine Ahnung, wie lang 400 Sekunden sind. Eine Minute, zwei Minuten, drei Minuten, vier Minuten, fünf Minuten, sechs Minuten. Ja, sechs Minuten, 40 Sekunden. Wuhey! Das ist ja richtig viel Zeit. Wen? Den?
Ei. Da war, glaube ich, der Genick durch. War das jetzt der Richtige? Grazie, Ezio. Mindestens zwei von denen waren letzte Nacht dabei. Buona fortuna. Und haltet euch vom Wein fern, Madonna. Ja. Ganz ehrlich. Wuhei! Eine Mission beendet. Na, so, wie geht es denn weiter? Hier sind weitere Kurtisan-Aufträge. Was das hier ist, ein Taubenschlag. Interesting. So, und ich muss mir, glaube ich, demnächst auch wieder hier neue Auftragsattentate abholen. Deshalb musste ich auch da reingehen. Das letzte Mal, wo ich nicht mal wusste, dass man da rein kann und dass da drin ein Auftragsattentat ist. Aber das ist wahrscheinlich nach ein paar Missionen, dass man dann hier sich neue Aufträge abholt, damit nicht die ganze Map direkt am Anfang damit übersät ist. Da, wir gehen zurück. Hello? Ich will nämlich Beutel kaufen. Und zwar ein Messergurt 1, ein Messergurt 2, ein großes Gifttäschchen, die schwere Schwertscheide und eigentlich will ich einen großen Köcher. Aber dafür brauche ich einen Geschäftsauftrag. Hä, Moment, ich erhöhe die Maxima. Macht der große? Ist das nicht dann dumm, wenn ich mir erst einen kleinen kaufe? Egal. Ich habe bald mehr im Angebot. Wie viel Geld habe ich noch? Och, noch 61.000. Das ist ja genug. Und da kommt, glaube ich, gleich auch ein Taubenschlag. Dementsprechend hole ich mir den jetzt auch noch ab. Guck mal, was mein Assassin so schön in der letzten Episode gemacht hat. Und kann dann dementsprechend noch mehr Geld abholen. Also da bekomme ich ja immer Geld, wenn die hier wieder zurückkommen. Und, oh, sehr geil. Wie, Level 8. Wie, Level 8. Achso, die anderen sind noch unterwegs. Ha, ich dachte schon, die sind mal alle gerade verreckt. Weil ich hatte ja nur 96% bei denen weggeschickt. Das wäre ziemlicher Fail, wenn die mir jetzt alle verreckt wären. Aber ihr könnt auch mal wieder weg. Ich fange mal diesmal von unten an in Köln. Gehen wir mal hier ein bisschen in die Nähe von daheim. Schicken den weg. Ach, das können auch ein paar von denen. Ich hoffe, das macht euch allen nichts aus, dass ich diese Aufträge gar nicht mal durchlese, was man da überhaupt alles machen muss. Weil es doch ziemlich blablabla, ja. Waffen stehlen. Ja, ist ja wunderschön. 92%, das packt der allein. Oh, kurz war irgendwie meine Dingens hier verkehrt rum. Da schicke ich dann doch lieber zwei und da kann auch noch einer von euch weg. Ach komm, aus Scheiß, machen wir das auch noch. Damit mal Konstantinopel mal ein bisschen aufräumen. So, weiter geht's zu den Kurtisanen, beziehungsweise meiner lieben Schwester. Oh mein Gott! Fotos! No! So, da unten ist auch ein Kunsthändler, zu dem will ich nämlich auch noch. Nein, ich habe, glaube ich, alle Karten. Auf jeden Fall. Wir können investieren. Das ist immer sehr gut. Hey, ja, ich mache hier ja kaum was irgendwie mit Investitionen. Das ist ja immer da unten beim Schrumpfkopf null. Egal. Wir kaufen uns neue Bilder. Habe ich die schon in Besitz? Sehr geil. 32.000, what the fuck? Vom Selbstporträt. Vergesst nicht, eure Freunde dabei. Aber das brauchen wir auch. Und Geld kackt man ja wie gewohnt. So. Es geht dann hier weiter wieder rein. Mal zu unserer geliebten Schwester. Was die noch für uns bereit hat. Oh ne, it's Mami. Hello, Mami. Gut gemacht, Ezio. Den Kurtisanen nach sind nur die Treuen übrig. Sie sagen die Wahrheit. Dann zögern wir nicht. Gesandte des spanischen Königs und des deutschen Kaisers kamen nach Roma für eine Audienz bei Cesare. Bring sie zum Schweigen, mein Sohn. Hm, das hätte ich dann wohl machen, bevor ich den anderen umgebracht habe. Denn jetzt checken die so, oh, wir gehen zu Cesare mal ordentlich einen saufen. Oh, wie, der ist gestorben vom Assassinen. Wer ist denn der Assassine? Was, der da? Wow, Moment, die sind ja beide hier in der Nähe. Ist beide hier ganz schön in der Nähe. Oh, ich dachte eigentlich die hier. Hallo. Ezio, ihr habt die Spionin Giulietta aus dem Bordell entfernt, aber sie hört nicht auf, Geheimnisse auszuplaudern. Bei einem Freier, einem spanischen Gesandten.
Und der verkauft sein Wissen an die Kirche. Giulietta fürchtet euch nun. Nutzt das. Schickt sie geradewegs in die Arme ihres Spaniers und tötet ihn. Okay, panische Flucht. Giulietta Angst einjagen, damit sie zu ihrem spanischen Botschafter läuft und den Botschafter eliminieren. Nur den Botschafter eliminieren. Oh, das könnte schwer werden. Wie soll ich hier denn Angst machen? Moment, wenn ich keinen töten darf, dann darf ich... Giulietta, ich weiß von deinem Verrat. Ah, da. Nee, da. Da. Ich kann es erklären. Los, renn, Biatch. Renn, renn, kleines Vöglein. Ja, genau. Ich bin immer noch... Wow, Ezio rennt wirklich bedrohlich hinterher. So ganz langsam. Dann, 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 oh, ich darf hier eigentlich gar nichts machen. Giulietta, ich... Ah, hallo, helft mir, Leute. So, da unten sind noch mehr Leute. Aber... So. Ja, komm, ich jogge hinter dir her. La, 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 la. Aua! Oh, Pferde sind doch... unfair. Aua, oh, jetzt wird sogar noch auf mich geschossen. Hey, was geht denn hier? Nur weil eine Nutte Hallo ruft, dann geht wieder jeder mit. Aber wenn ich irgendwas mache, dann ist wieder hier die Kacke am Dampfen. Aua! I got hit. Walek. Wo ist sie denn? Da. Ah, kann der mal irgendwann kommen? Ich will jemanden töten. Ist er das? Ja, war's das? Ah, naja, jetzt muss ich noch entkommen. Jetzt muss ich noch entkommen. Das könnte doch etwas... Aua. Oh, wo bin ich jetzt hier gelandet? Jetzt gucken wir mal, wo wir uns verstecken könnten. Da sind doch so irgendwo blaue Pünktchen. Ach, diese scheiß Pferde, die regen mich auf. Wow. Dammit. Wo könnte ich mich verstecken? Oh, das sieht doch sehr gut aus. Da kommen nämlich die Pferdchen nicht hoch. Und nur die wenigsten kommen hoch. Sehr geil. Jetzt kann ich mich hier schön verstecken. Ich hoffe, es kommt keiner auf die Idee, hey, hier könnte ja einer drin sein. Wo ist er? Hol eine im Suff abgeschlossene Wette oder so. Nee, eigentlich werde ich gerade von halb Rom gejagt und darauf habe ich keinen Bock. Könnt ihr jetzt mal alle mich in Ruhe lassen? Danke. Darf ich die jetzt auch noch töten? Bitte. Ich hatte keine Wahl. Verlass Rom und lass dich hier nie wieder blicken. Was hast denn du noch so alles? Naja. Ich will ihn jetzt halt wieder ausrauben und dann wieder halb Rom hinter mir her haben. So, wo sind wir denn eigentlich jetzt so genau? Jetzt im ersten Augenblick sehe ich jetzt nicht eine Mission, die wie für mich frei wäre. Stimmt, das ist absolut keine Mission für mich frei. Ah, deshalb. Jetzt gucken wir mal, was wir noch machen können. Ich bin im Moment sehr gut drauf, weil ich sehr viele Missionen beende mit 100% in letzter Zeit. In letzter Zeit, in letzter Zeit, in letzter Zeit. Ich weiß, ich sage es sehr oft. Aber dementsprechend... renn ich aber durch die Menge und dich habe ich nicht gemocht. Dementsprechend habe ich dich umgerannt, weil ich Football mag. Ich glaube, Football wird erst in den nächsten 300 Jahren entdeckt. Oh, dammit. Ich komme hier sehr in die Nähe von einer Mission, die ich noch nicht machen will. Die kommt erst ganz am Ende.
Naja, nicht unbedingt am Ende, aber relativ spät. Weil das wird alles so in einem Part, glaube ich, durchgehauen oder in zweien nach Möglichkeit. Und soll alles möglichst ganz schön geschnitten werden und trägt dann den schönen Titel Ezio's Love Story. Süß. Oder wie die Leute von RTL das sagen, süß. So, wo ist sie denn? Wer leuchtet denn von euch? Hallo? Ach, ich tu die immer kaufen. Ich will das doch gar nicht. Ezio, meine Schwester wurde vergiftet. Eine hohe Dosis desselben Gifts, das auch ich bekam. Wir wissen, wer es verkauft. Ein Straßendoktor namens Tommaso. Er hat ein Gegengift, doch gibt es nicht her. Ihr müsst es uns beschaffen. Schnell, Floras Zeit läuft ab. Kurpfuscher. Jetzt habe ich es endlich. Ein Gegengift vom Dr. Tommaso. Stehlen und der Kurtisane bringen. Nicht den Doktor töten. Wie denn dann? Oh, das sieht sehr gut aus. Natürlich in so 2,5 Minuten, das sind wir dann. Das kriegen wir doch hin. Nicht ihn töten, das heißt verprügeln dann im Notfall, weil prügeln ist nicht töten. Also eigentlich. Aber da es ja nur heißt, nicht den Doktor töten, dann darf ich jeden anderen auf dem Weg hier killen. Oh, come on. Das dauert ja echt ewig, bis ich da bin. Da hole ich mir dann gleich auf dem Rückweg ein Pferd. Das ist doch da hier an unserem Gebäude, was wir zuletzt gekauft haben. Und das... Boah, leck. Das ist ja echt sauweit. Hier, das ist mein Gebäude. Das ist mein Pantheon. Nee, nicht Pantheon. Ah, da ist ein Doktor. Ich habe ihn doch nicht getötet! Ich wollte es eigentlich stehlen, aber nee. Pferdchen, Pferdchen, Juhei. Wo ist mein Pferdchen? Gibt's hier irgendwo ein Pferdchen? Hat hier irgendjemand ein Pferdchen für mich? Da ist mein Pferdchen. Komm schon, Johnny! Go! Ich weiß, du warst eigentlich Tony Pony. Aber jetzt bist du Johnny. Ein für alle Mal. Verdammt, ich hab den doch eigentlich nicht getötet. Ich habe ihn nicht getötet. Ihr habt es alle gesehen. Ich habe ihn in die Fresse geschlagen. Mach hier große Töne am Anfang der Episode und sag, im Moment bin ich sehr gut. Ich mache alles hier mit 100%. Fuck off. Ich nehme das nächste Mal nicht mehr die Schnauze so weit auf. So, und das müsste ja eigentlich sein. Es ist relativ knapp, aber... Boah, wenn ich das jetzt noch stehlen sollte, oder wenn ich jetzt noch länger gekämpft hätte mit ihm. Ezio, ihr habt meine Schwester gerettet. Grazie. Eigentlich habe ich nur dir gerade das Scheißzeug gebracht. 1300, das ist echt viel. Ja, jetzt gucken wir mal, was wir noch Kleines machen könnten. Aber ich glaube, was Kleineres ist hier nicht mehr in der Nähe. Da ist eine Kurtisan-Mission. Das ist sehr gut. Aber Kurtisan-mäßig haben wir jetzt genug gemacht. Ich will hier noch an die Basilika bla bla bla. Und da wir jetzt hier direkt einen Brunnen haben, kann ich das ja alles recht schnell machen. Wie heißt das? Warum habe ich den noch nicht gekauft? Ach du fuck. Wie ist das jetzt? Da, ich weiß auf jeden Fall, wo es ist. Immerhin habe ich mir die Position gemerkt. Also wenn ich jetzt wo ganz anders rauskomme, sage ich nie wieder was in diesem Part. Denn das wären dann schon 2 Fails und ein Fail ist einer genug. Und ja, okay, gut, ihr habt mich nicht abonniert, weil ich so ein ultra geiler Mega-Player bin. Das ist ein Assassin's Creed Multiplayer. Da bin ich immer noch der Overlord. So. Hallo? Was gibt's denn? War das euer Stand? Sie! Alles wurde zerstört! Wer war das? Donato Mancini.
Ich trat beim Rennen gegen sein Pferd an und machte den Fehler zu gewinnen. Ihr dagegen, die ganze Stadt redet von euch, wie ihr gegen Borgias Männer kämpft. Donato will sich alleine mit mir treffen. Ich fürchte, er will mich umbringen. Dann bringen wir wohl ihn um. Und auf dem Bild hat er graue Haare, hier hat er braune. Komisch. Donato Mancini betreibt Rennen im Circo Massimo. Ist das Circus Maximus? Circo Massimo? Keine Ahnung. Er muss aufgespielt und eliminiert werden. Nur Donato Mancini töten, nicht mit der versteckten Klinge. Wo kann ich ihn finden? Grazie a Dio. Er erwartet mich am Circus Maximus. Ha, tatsächlich. Dort werden die Rennen ausgetragen. Tatsächlich. Ach, der Typ. Circus Maximus, aber der... Ja, okay, der war in Rom. War der in Rom? Ja, der war in Rom. Komisch. Das ist alles sehr skurril. Das heißt, ich darf keinen Pfeilhagel einsetzen, denn dadurch stirbt natürlich alles und jeder im Umfeld. Sogar ihr, wenn er nicht aufpasst. Aber das heißt, ich brauche so etwas, um einen präzise über Distanz zu töten. Und so ist das doch ganz angenehm. Es sei denn, da rennt jetzt einer mitten in den Pfeilhagel rein, so, ich bin tot. So. Ha, 21.000, das können wir kaufen. Was haben wir denn eigentlich gekauft? Wenn ich das wüsste. Ha, da haben wir wieder 15.000. Was habe ich da gerade gekauft? Ich habe den Circus Maximus tatsächlich gekauft. Wow, der ist aber ziemlich dann runtergekommen. So. Niemand lässt mich warten! Naja, der Tod hat dich lange genug warten lassen. Dementsprechend. Uah! So einfach geht's. Ich bin ein Meisterassassine und der will mich umbringen. Requiescat in pace. Passt hier. Moment. Ah, ich darf jetzt keinen mehr umbringen. Ich muss einfach wegrennen. Das ist nämlich so etwas. Nur ihn töten und dann schön wegrennen. Forza, ragazzi. Ich kaufe jetzt auch nicht die da. Denn sonst töten die wahrscheinlich jemanden. Boah, leck, zu viele Pferde. Oh Gott, Pferde. Oh Gott. Look at my horse. My horse is amazing. Give it a lick. So, und jetzt können wir uns hier irgendwo einen Purzelbaum machen. So, und dementsprechend gehe ich doch rüber hier auf meine Insel. Denn so kann ich mir wieder Geld abheben und kann möglicherweise einiges an Zeugs hier schon kaufen. Denn die Folge ist nämlich schon relativ lange. Können wir mal gucken, können wir investieren. Ich kann nur in einen Auftrag investieren, aber das kann ich mir alles schon holen. Dann habe ich schnell wirkendes Gift mir gekauft. Den Apothekenbedarf, schnell wirkendes Gift, kaufen wir uns natürlich. Auch wenn mein Geld so langsam zu Neige geht. Natürlich habe ich... Ich habe ja keins mehr. Das sollte erstmal genügen, aber oh. So, jetzt gucken wir mal, ob wir für dich schon alles haben. Geschäftsaufträge. Oh yeah, da haben wir alles. Wir können die Exotika kaufen. Dafür haben wir auch alles. Und dafür haben wir alles. Ist doch richtig geil. Müssen wir das jetzt noch kaufen, den Kack? Nee, ich habe alles in Besitz. Dann ist es jetzt endlich an der Zeit zu strippen. Und zwar gehen wir jetzt ins Inventar und auf unsere Monturen. Da haben wir nämlich unsere Drachenrüstung. Apropos, ich hätte noch Altairs und Altairs Rüstung, Altairs Gewänder. Und die florentinische Tracht. Aber das hier wollen wir jetzt endlich ausziehen. Denn dann können wir nämlich unsere ganze Armor begutachten, wie das denn alles schön aussieht. Denn die hatte ich, glaube ich, auch niemals komplett. Denn der Brustkorb hat mir immer gefehlt. Sieht doch richtig geil aus. Dementsprechend hebe ich mir jetzt noch ein bisschen Geld ab. Geld abheben. Dann habe ich nämlich wieder 25.000.
Und damit würde ich sagen, ist diese Episode von Assassin's Creed Brotherhood heute beendet. Und damit sage ich danke fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein zu Assassin's Creed Brotherhood, den Aufräumarbeiten. Ciao.